Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Damen und Herren, ruhig, nicht übertreiben. Wir haben also schon vorhin, heute haben wir schon eine Vorstellung gehabt vor Ihnen. Das war ein nobles Publikum, würde ich sagen. Sehr interessante Leute. Und freigierig. An wen Tisch wir auch kamen, überall war gleich der Teufel los, immer eingeladen. Die saßen nicht auf, so auf der Tasche wie die da drüben. Ist ja auch egal. Also, Freunde, es ist schön hier im Trikot. Ein Foto, bitte sehr. Ich stehe ganz gerade. Mir macht Alkohol nichts aus. Und nun geht das Programm weiter, meine Damen und Herren. Wir hören jetzt Melodien aus Schaders Würstchen. Oder so ähnlich. Es spielt jetzt für Sie, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Louis Trenker auf seinem Matterhorn. Das schöne Lied von... Ich will ein bisschen festhalten. Und dazu haben wir noch einen schönen Prolog von Theodor Storm, der bekanntlich in Humus gewohnt hat. Oder ähnlich. Also, das folgendermaßen, alle, die heute in unserem Saal sind, was Alfred? Alfred, Alfred ist mein Freund, spezieller Freund von mir, und außerdem hat der sich an der Malerei beteiligt hier überall. Alfred hat hier mitgearbeitet, ist ein Maler von mir, Alfred Krieg, Herr Sören. Alfred Krieg, bitte sehr, vorgestern Geburtstag gehabt. Alfred ist 30 Jahre alt geworden, heißt Krieg, aber ein 30-jährigen Krieg, bitte, da ist es. Und der hat die Malerei mitgemacht, ist das klar? Die ganze Sache angepisst hier, alles schön gemacht, prima. Und jetzt, der hat, als seinen Beruf, kann ich sagen, der hat von ganz unten hat der angefangen. Und da ist er auch geblieben. Und der hat seinen Vater, sein Vater ist Maurer. Der ist vorher auf den Bau gefallen, als nichts passiert. Wir dachten, es ist schlimm. Dann haben sie ihm aber die Hände aus den Taschen genommen, damit es nach einem Arbeitsunfall aussieht. Und jetzt haben sie, nee, es sah böse aus. Es sah erst böse aus. Weil er, ja, wir wollten schon das letzte Hemd für die letzte Reise besorgen. Wollten wir. Kostet 18 Mark so ein Ding. Aber wir haben für ihn eins gekauft, wer 34 macht. Die sind bügelfrei. Warte mal, darüber lachen Sie, ja? Reizende Leute, ich sage mal, jetzt gibt es denn bei Ihnen nicht mehr diese Dreifaltigkeit, Glaube, Liebe, Hoffnung, so ein bisschen Vertrauen in die Menschen, das ist dann alles vorbei. Heute haben Sie ganz andere Dreifaltigkeit. Heute heißt es Zuwachsrate, Sex und Vorfahrt. Das ist alles. Na, die Kunst hat es auch schon nachgelassen. Die Kunst, ich war jetzt nämlich gerade im Vorderen Orient, ich habe mir da was mitgebracht, sage ich Ihnen. Also sowas. Na, ist auch mit der Malerei ist auch so. Ein Bekannter von mir, der wollte sein Modell nackend malen, hat er sich erkältet. Ne? Und in der Musik, was war es denn? Bitte schön, früher haben wir doch in der Musik, Musiker haben die schönen Kompositionen gespielt. Heute machen das alles die Elektriker. Oh, sehe hier an, damit es nicht schief steht. Haben Sie mal gesehen, die Elektriker, wenn... Da, das legen die drunter, damit es nicht schief steht. Alles hier. Kurz Mahler. Mann, das waren noch Bücher, was? Damals, als es noch kein Fernsehen gab, das war schön damals noch. Hier, lesen Sie mal vor. An der Tür war wieder ihr Pochen. Ihr Pochen. Das. Wenn ein Mensch von Herzen fröhlich ist, Sie sind nicht so richtig fröhlich. Ist da was passiert, sagen Sie es mir mal. Alle zufrieden? Alle glücklich? Ach, hier habe ich die ganze Tischdecke reingeknautscht. Entschuldigen Sie vielmals. Sag mal, hier zieht's aber. Das ist die Eiercondition hier, dieses Ding. Diese Aircondition ist. Haben Sie eine Stola mit? Das ist zu dick. Ich gebe Ihnen eine dünne Stola. Das ist ganz einfach. Sie nehmen einfach die hier. So, bitte sehr. Alfred, hast du den Trick gesehen, was? Das kannst du deiner Freundin, das ist eine süße Freundin, die ist so tierlieb, für einen Nerz tut die alles, die ist so süß. Die hat, übrigens, wissen Sie die Idealmaße neuerdings? Also, ne? Wissen Sie den Original, wissen Sie nicht? Also 1,6 Meter, 61, 98. Sie hat die Originalmaße, bloß nicht in dieser Reihenfolge. Es gibt Sprecher,